So Leute, und damit ja, zurück zu Random 2, ja, Spiegelei mit mir und mit Erik. Mahlzeit. Warum so lustlos? Ja, wird auch langsam lustlos. Immer wieder dieselbe Begrüßung. Reisen nicht möglich, ein anderer Spieler, bla bla bla. Ah, Ja. okay. Ja, dann tritt uns bei, guck uns nicht so an wie so ein Auto. Piep, piep. Was denn für ein So, Auto? Bugatti. Ah ja. Ist ein schönes Auto. Ja, und ich kenne mich mit Autos nicht aus, deswegen muss ich dich Warum fragst du denn, fragen. welches Auto? Weil ich dachte, du nennst jetzt ein mir geläufiges. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Fiat oder sowas. Ach du Scheiße. War jetzt nur ein Beispiel. Was für ein Viech? Ich kenne ja noch gar nicht. Keine Ahnung, dass es so schnell stürmt. Gar nicht richtig vorgenommen, wa? Nein. Echt jetzt ein Kloner! Das gleich zu Anfang! Ach, der wird mich doch verarschen. Ich muss mich erst wieder dran umgewöhnen, dass du ja gar nicht mal den Beschwörer spielst. Ist der Monolith? Ich bin ja da vorbeigerannt. Das erscheint Nach da mir unten. nützlich. Was eigentlich für eine Klamotte, die du da anhast? Die schöne. Ob es schön ist, sei erstmal dahingestellt. Nee, die kannst du nicht hinstellen, die kannst du nur anziehen. Na, nicht der Den Schimpfe kannst da. du nur anziehen. Und ich hoffe, euch Leute da draußen geht das gut. Mir geht's gut. Und ich hoffe, euch geht's auch gut. Ja, dann ist auch alles wieder gut. Ich glaube, deine Platte ist hängen geblieben. Gut, 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 gut. Aber macht nicht. Gut, tut gut. Weil Jut gut Juten tut. Juten tut? Ja, Das genau. passt nicht. Juten tut. Tobi, du hattest schon mal bessere.
Nicht ey, oft, ey, aber du hattest bessere. Ich fand den grad gut. Nein. Naja. Was kann ich dafür, wenn du den Geschmack hast, du Humor? So gut fand ich den gar nicht. Aber Ecke. Der muss ja mir gefallen und nicht dir. Und nur wenn ich den sag, dann ist es gut. Oh nein. Ist das nicht gut und schön? Nein. So richtig gut und schön. Nee, es ist weder gut noch schön. Wunderschön schon mal gar nicht. Ja, davon war ja auch nie die Rede. Ich wollte es bloß schon mal gesagt haben. Ja, ach, danke. Wie aufmerksam von dir. Ja, so bin ich. Oh Mann, Edda, ey. Wo bin ich denn hier nur gelandet? Du elendes, fliegendes Stück weiß ich nicht. Wieder an dem einem Monolithen vorbeigerannt oder was? Er hat ihn vorher markiert gehabt. Richtig, ja. Hab ich nicht mitgekriegt. Tja. So passt er auf. Ach, ja, scheinbar. Bei drei Gegnern. So. Wer ist als nächstes dran? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Das ist Abschaum. Oh. Was ist das für ein Gedanke? Feuer! Jo. Sehr schön. Das ging ja relativ flott. So ist gut. Und der letzte. La 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 la. Geist. Dieser der von der Waffe ist aus Giftgas. Keine Ahnung. Ja, dann vergast er die Gegner einfach mal. Warum nicht?
Ist auf jeden Fall eine gute Waffe. Ja, die macht ordentlich Schaden. Ja, sag ich ja, das ist gut. Ja, der Geist tatsächlich. Die alte, die Weberin. Nachtweberin, ne? Merk mir den Namen auch nicht immer. Schande auf dein Haupt. Könnte ich mir alle Gegnernamen merken. Da ist er, hab ich. Hä? Achso, wegen den kleinen Viechern. Au. Was hast du jetzt eigentlich für Klassen ausgerüstet, Tobi? Ich weiß, dass du den Alchemisten genommen hast. Was noch? Warte mal bitte, mit den Alchemisten habe ich schon angemeldet. So. Hast du es noch vor? Ja, ich hatte den noch genommen gehabt. Ja, ich weiß, aber warum jetzt nicht mehr? Weil ich nicht mehr habe. Ich wollte wissen, welche Klassen du ausgerüstet hast. Erik, warte bitte, bis der Kampf vorbei ist, Mann. Ich kann nur eine Sache. Entweder zocken oder reden. Aber du bist du. Der Typ ist abgehauen, sehe ich gerade. Ja, dann kriegt er halt eine Killerbelohnung, keine Sitzung, mein Gott. Was soll's? Wo ist jetzt die Schrapnelle? Da. Sehr schön. Sehr gut. So, ja, und was kriegen wir? Ein bisschen das kann ja bloß eine Sache sein, soweit ich mich hier erinnere. One-Hit-Wonder. Höchster Treffer.
Ein Amulett. Ich habe einen Ring bekommen. Würdenring des Mutigen. Okay. Nachschauen. Auf keinen Fall. Wirklich sowieso nähen. Ja, stimmt ja, die habe ich ja jetzt auch verändert. Ah, okay, jetzt schießt die ein bisschen anders. Man muss sie zwar immer noch aufladen, aber die schießt jetzt zweimal hintereinander. Naja, ist doch schön. So, jetzt will ich mal gucken, wie die Mod ist, die da fest dran ist. So. Passt? Ja, dachte, du wolltest die Mod ausprobieren. Habe ich doch gerade, ich habe sie gerade aktiviert, aber. Oh! Zum oh, okay. Okay. Moment, ich muss. Warte mal, ich muss mal kurz da aufs Feld gehen und das nochmal richtig probieren. Dann sehen wir das vielleicht besser. So, bereit? Das ist so ein komisches Chakram. Oder was auch immer. Ja. Da bleib mal gucken. Ah, oh, ja. Windwurf feuert einen Ring aus rotierenden Klingen ab, der auf seiner Flugbahn von bis zu 20 Metern Ziele durchdringt, wo er zur Waffe zurückkehrt. Wenn Windwurf erneut aktiviert wird, während der Ring fliegt, werden sich das Projektil bis zu 3 Sekunden lang sekundär drehen. Okay, Moment, das muss ich noch mal kurz ausprobieren und dann können wir weitermachen. Ah! Dann kann ich wieder zurückrufen. Interessant. Der steht so da, als wäre nichts gewesen. Ja, ist klar. Ja, Tobi, der Typ ist unsterblich, genauso wie alle anderen hier. Wisst ihr doch. Kann es sein, dass du gegen Gift immun bist? Ich? Nee, warum? Weil da steht die ganze Zeit immun. Echt? Naja, deswegen frage ich einfach mal ganz blöd. Ja, Gift gibt's in dem Spiel ja eigentlich nicht. Das ist ja Korrosion. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe eine Verteidigungswertung bei Korrosion, ist gerade bei 8. Wenn du weißt, was ich meine, warum antwortest du nicht gleich? Ja, weil ich gerade im Inventar bin und geguckt habe. Ach, steckt man wieder mal nicht drin. Meine höchste Verteidigung ist zurzeit Feuer mit 17. Feuer. Stein. Ganz genau. Mach's gut. Oh, das macht aber schon Schaden bei dir. Oh, Blitz ist, also du bist sehr anfällig auf Blitz. Will ich auch mal was ausprobieren. Klar, mach. Würfel, was waren das für ein Würfel? Nee, ich schieß keine Würfel. Da war gerade so ein komischer Würfel abgebildet. Nee, das, so das, hier, das ist hier so eine. Ja, also das ist so ein Stachel. Ach, das war das letzte Mal. Und wenn du mehrere schießt, dann fließt Strom zwischen den Beeten, nehme ich mal an, wa?
Ja, wenn jetzt ja, so eine Verbindung. Ja, ja, die haben so eine Energieverbindung dann. Ja, 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 ja. Ja, die Waffe, ich mag die, die ist wirklich sehr gut. So. Das ist daneben. Ich muss mal kurz nochmal was nachgucken. Nee. Verwandet. Oder wer im Laden ist, eigentlich nicht, das nicht der Fall sein. Mal kurz gucken. Das macht. Ist ausgebaut, okay. Lass uns mal kurz nochmal an Stein rannehmen. Ich will mal kurz noch. Wenn du die Mods aufladen willst, dann kannst du doch zum Schießstand gehen, da wird doch automatisch aufgefüllt. Ja, ich will aber mal außerhalb von Schießstand was ausprobieren. Was für eine Mod? Keine Ahnung, was ist das? Das ist die Erschütterungsmod? Nee, ne? Nee, das ist irgendein Lied, verlangsamt bloß die Gegner. Boah, für Schnellere ist das vielleicht gar nicht mal verkehrt. Apropos, ich könnte mal gucken, was ich noch so für Mods auf Tasche habe. Fällt mir gerade so ein. So wenig Mods zur Auswahl, das ist echt traurig. Au! Okay. Arsch. Ja, du bist gerade beim Versuchskanickel. Mach die. Damn. Oh. Warte mal. Ah, das sind so eine Stacheln. Ah, und wenn Gegner rübergehen. Cool. Was hast du für Mods, Alter? Wo hast du die her? Wo frage ich eigentlich? Na, ich weiß doch, wo du die her hast. Aus Boss Rush, wo sonst? Boah, 30, was? Eine Laser-Mod! Ja, aber das zieht jetzt aber auch nicht wirklich Spiel ab. Ja, aber nach einer gewissen Ladung explodieren die Ladungen und machen dann nochmal extra Schaden. Okay, eine Lasermod, dann habe ich immer noch Ditte. Was zum? Das hält wahrscheinlich die Zeit an. Sieht danach aus, was steht denn in der Beschreibung? Zeitraffer. Zeitraffer. Dann haben wir noch Ditte. Das ist eigentlich kein. Was zum? Nehmen wir mal. Aber wir müssen irgendwas nehmen, die schweben. Okay. Was ist denn billig? Schwarzes Loch. Jetzt wird es zu. Hatte ich noch bitte. Okay, die mache ich anscheinend irgendwie. Okay. Ja. So. Jo. Ja. Ja. Gut. Aber am Schießstand werden ja sogar die Lebenspunkte komplett aufgefüllt. Interessant. Ich will mal kurz was wissen. Bleib mal kurz hin. Ich will mal wissen, wie viel ich so Schaden mache. Okay. 32 und das? Hä, aber das ist doch eigentlich. Ich hab doch jetzt gerade das Explodierende aktiviert, aber okay. Hilft wahrscheinlich nur für Gegner, nehme ich mal. Oder auf Abenteuer, ich weiß ja nicht genau. Warte mal. Ich schieß mal aus der Dings. Vielleicht funktioniert's dann.
Da explodiert's jetzt. Das könntest du etwas Schuss treffen. Mann, was labert der Mann? Lass mal in Ruhe. Ja, laber. So. Ich weiß das zu schätzen. Ich würde mal kurz gucken, wie viel Schaden meine Waffe jetzt macht, die ich habe. Zieh mal jetzt mal nicht auf den Kopf. Nee, auf die Brust. Ich zieh auf die Brust. Deine Rüstung ist relativ stark, nehme ich mal an, oder? Keine Ahnung. Also ich brauche mit der Waffe 3 Schüsse, um dich umzulegen. Das ist weniger, als ich dachte. Jetzt probier mal mit Kopfschuss. Okay. Halt. So. Naja. Ja, Leute, und auch sowas muss man mal machen, um zu testen, wie die Waffen sind. Ich weiß, das kommt jetzt für euch ein bisschen dämlich rüber, aber was soll ich, mein Gott. Ist ja nur Spaß, muss sein. Nee, das ist ja kein Spaß, das ist ja testen hier. Wir müssen ja testen. The taste. Fresh test, Dummy. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, und wer nicht gewinnt, der verliert. So. Mehrmals. Das zweite macht es sogar Sinn. Ich hab da jetzt nur für Plastik, hör mir manchmal gar nicht selber zu, bitte. Du, das ist einmal bloß Menschenverblödung, wenn ich mir noch selber zuhören müsste. Ich weiß. Ich muss hier raus. Stimmt, hier sind wir ja stehen geblieben. Ich erinnere mich. Echt oft vor. Und die Kloner! Ja, nee, ist klar. Das sieht aus wie der Wächter. Das nervt so hart. Die sterben! Ah, nee. So, wir machen nochmal Boss Rush. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ich weiß, ich hab auch mit Absicht nichts gesagt. Ich dachte, wir machen jetzt, Naja, das rennt ja uns nicht weg. Können wir ja immer noch machen, das rennt uns ja nicht weg. Ja, das hab ich mit, hab ich verstanden. Sehr schön. Diese komischen, ekelhaften Schleimbatzen, Mist. Maden. Gedöns. Und so weiter und so fort. Können eigentlich Spieler mitten im Bossrush eintreten? Ich glaub nicht, ne? Ach, ey, du stellst mir Fragen. Keine Ahnung, Günther. Oh. Günther Jauch. Weiß ich nicht. Riechst du das? Nicht wieder der Ahne, ey. Der nervt.
Stirb, du Ekelvieh! Sorry, solange der bei dir ist. Ja, ja, alles gut. Ich wollte sowieso schon auf Boden spielen, ist er denn so schlimm? Beeil dich aber, ich bin gleich down. Viel Glück und viel Segen auf deinem Weg. Nee. Hier keine christliche Musik, ja, bitte. Wir können gerne so rumtrellern, aber das nicht. Nichts gegen euch Leute, die daran glauben, aber ich möchte das hier nicht haben. Ja, keine Sorge, Tobi, ist schon wieder vorbei, weil weiter kann ich die Texte sowieso nicht. Nee, du, geh mir weg und so weiter. Sekte. Ich muss das doch nicht unbedingt haben. Wie gesagt, Leute, Tobi hat es ja gerade noch einmal angewählt. Für die, die daran glauben, glaubt daran. Es ist eure Überzeugung. Sagt doch nicht jemand dagegen. Mein Gott! Mann, geh doch mal hoch! Mein Gott, wie lange braucht denn der? Ist ja furchtbar. Ey, wie viele Viecher von denen hier sind. Ehrlich, das ist nicht mehr schön. Alle in Ruhe. Du musst diesen komischen Transport sicher umlegen. Dann werden es weniger. Ja. Ich hasse das, ist wie ehrlich. Ich hasse das. Junge, es ist ein langer Kampf hier. Das ist ja kein Kampf mehr, das ist ein Krampf. Ja, das dachte ich mir, dass du das sagst. Und ich sehe das ein bisschen genauso. Ich würde ihn auch nicht gerne allein machen wollen. Sehr schön. Verdammt. Junge, nee. So läuft das hier. Ja. Kriegt ihr mal wieder hin, meine Freunde, ne? Wer sich so viel freut, verschluckt sich ans Leben. Scheiß Leben. Ach, nee. Ah.
Sieht aus wie die Ahelle wieder. Und das kann er doch grüne Lagausen. Da drückt gerade den Bock. Wieder so. Boah, so wie ein Kloder. Ich? Das sind echt Strahl. Das sind wirklich die schlimmsten, ehrlich. Ja. Ich kann ihn zwar, den Klon tatsächlich ausweichen, den man im richtigen Moment dodgt, aber das ist gar nicht so einfach. Da könnten noch mehr sein. Monolithenteil oder die Scherbe oder wie man immer auch nennt. Dit. Das ist ein Dit. Dit Ding. Ein Augenring. Grün benutzt die Speere, alles klar. Echt hübsch. Ich traue diesem Ort nicht. Es ist der Rote Prinz, tatsächlich. Rot, ja, rot sind alle meine Kleider. Rot, ja, rot ist alles, was ich habe. Hey, wenn man nur rote Klamotten hat, und das ist alles, was du hast. Da hast du keinen Geschmack. Es sei denn, es ist dein Geschmack. So rot. Ja. Ja, toll. Wenn das ein Geschmack ist, so. Der Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Ja, ja, es gibt doch Grenzen. Es gibt Grenzen. Die muss man einhalten. In gewissem Maße, ja. Ich hasse den. Ich hasse den roten Prinzen. Junge. Der frisst ja das ja auch nochmal. Ich hasse den Pisser. Wir hätten uns den Anti-Fluchring anlegen sollen. Das fällt mir immer so spät ein. Ja, der kann ja nicht außer nur mit Flüchen arbeiten. Aber guck doch mal, Alter, wir haben auf den einen geknüppelt und passiert nichts. Vielen Dank. Ja, natürlich. Ja, seine Hand ist mal hier. Diesen Typen so zum Gotzen. Ist ja das Schlimmste, ich komme hier noch nicht mal richtig zum Nachladen. Das ist das Allerschlimmste.
Lass mal nach hier. Ja, ich sag, ich komm hier nicht zum Nachladen. Junge, ey, was geht? Die haben die auf der Blöten. Mann, ey, diese Flüsse, die gehen ihm so auf Keks. Ja. Ja, ist doch gut, Junge. Wir reduzieren dein maximales Leben einfach mal auf die Hälfte. Ach, sorry. Bist jetzt einfach mitten drin hier, Lars, ey, ehrlich. Woran bin ich jetzt gerade gestorben? Da war doch ehrlich. Ich hab keine Ahnung, ich hab nichts gesehen. Hä? Ist einfach bei mir umgefallen. Ey, komm, Alter, ehrlich. So was beklopptet, ey. Also, so was verstehe ich schon wieder, ne. Aber da könnte ich schon wieder richtig wilde werden. Ich bin eine Hilde. Wilde Hilde. Ja, genau. Hast du schon richtig verstanden. Oh Mann, ey. So was beklopptet, ey. Ich weiß jetzt ja nicht, woran ich... Hallo? Ruhen wir uns am Weltenstein aus. Komm gleich, Moment. Nee, mach jetzt hier. Du bist du. Auch nicht lange. Weil das kann man ohne hinterher machen, wa? Nee, das geht nicht. Nee, geht nicht. Natürlich jetzt. Los, jetzt ran hier. Anderen sei schon mitgeheult. Das ist nicht Jamsel. Das ist schon zu beide. Okay, Scooter, ja. Ja, ich hab das gerade irgendwie im Kopf gehabt, warum auch immer. Wird da jetzt wieder beitreten oder was? Keine Ahnung. Warten auf andere Spieler, um zu reisen. Okay. Nee, bei mir kommt kein anderer Spieler. Nee, das stand da, weil. Weil du losgelassen hast und ich noch meine Pfoten an den Kristall hatte. Ah, wieder. Wieder ein Dreier, okay. Ja. Ey, da gibt es hier keine richtig schöne Armbrust. Oh. Wieder Abschaum. Ey, wir haben irgendwie hier immer meistens immer dieselben Gegner, ey. Na, nur das Gefühl.
Achtung, Feuer! Noch nicht. Mist. Jetzt! Ach ja. Oh, ich kriege jetzt schon seit Stunden, doch will ich meine Runden. Oh boing. Ja, Leute, und sowas haben manche Menschen in sich. So ein Etwas. Weil manche Menschen sind für die Gesellschaft einfach nur Abschaum. Schöner Vergleich. Ja, ne? Aber ist ja so. Runde, ja. Deswegen kann ich dir in dem Punkt sogar gar nicht widersprechen. Deswegen guck den Menschen richtig an. Und wenn dann so eine Gestalt rauskommen sollte, sag's einfach nur, Abschaum. Ja. Aber wie ist denn das, wenn man Bahn geht und die Haut, nee, und der Schaum läuft von der Haut hinunter? Ist man denn auch Abschaum? Oh. Tobi! Bitte lass diese Flachwitze! Ey, ist doch nur noch Nee, das ist keine Frage, das ist eine Zumutung! Das sagst du, der noch schlechter hat, als ich manchmal. Oh, nee. Ach, also ich finde das geil. Desto flacher, desto besser. Ja. Ja, aber im Grunde stimmt das ja. Dann ist man ja auch Abschaum. Weil dann geht ja der Schaum ab von. Achtung, Flieger unterwegs! Ja. Ist so. Jetzt der dunkle sein, glaube ich. Nee, das ist der braune. Es ist der Magister. Ja, aber nur in seinem Ego. Feuer! Nee, doch noch nicht ganz. Jetzt. An! So, jetzt aber.
Feuer! Ja, er führt doch besser. Ist das Vincent? Ja, ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja, der nimmt mich mit seiner scheißen ewig langen Zunge, wisst ihr, wie die Musiker von Kills, wisst ihr, und schluckt mich und dann spuckt er mir aus, Junge. Du schmeckst nicht. Dabei schmecke ich ganz lecker. Aber naja, der weiß es bloß noch nicht. Oder er weiß es nicht zu schätzen. Oder so, ja. Diese Kritiker heutzutage. Ja, Kritiker gibt's überall. Oder zumindest welche, die es glauben zu sein. Okay, jetzt kommen wir nicht mehr mit. Es gibt Menschen, die wirklich Kritiker sind, und es gibt Menschen, die sich dafür halten. Was halten sie? Kritik. Es gibt ja Menschen, die wirklich professionell Kritik üben. Das ist ihr Beruf, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob das direkt Berufszweig ist. Da gibt es Menschen, die einfach nur Senf dazugeben wollen. Es ist so wie seltener Senf dazu. Ja, wenn du nach Lazy Town Standard gehen willst, ja. Gut. Ja, dein Blitz hat mich übrigens wieder gekillt. Kann ja passieren. Du musst den liegen bleiben, kannst du hochstehen, ne? Wo ist der Mono? Wo ist der Mono? Oh, nicht schon. Nicht du schon wieder. Ich hasse es. Ja, da ist er ja. Mit den Mutaufbau 20%, das ist gar nicht mal so schlecht. Finde ich bei längeren Boss Rushes auch gebrauchen, aber die krieg ich so gut wie nicht. Tja. Naja. Das ist alles random, was man bekommt, ne? Alles random. Alles random. 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 Random vielleicht, ja. Oder dumm. Okay, ist es wieder der Helle? Ah, okay. So, den müssen wir jetzt innerhalb von Sekunden schaffen. 3 Minuten. Ganz schnell. So schnell wie es geht. Wertmist? Naja. Das ist scheiße. Am nervigsten an dem Kampf finde ich eigentlich die Schwerter und dass der im letzten Drittel sich immer wieder in eine Art Nebel verwandelt. Das zieht den Kampf unnötig in die Länge. Ja, das stimmt allerdings. Sind alle.
Wir haben den Balle. Ja, süß. Danach müssen wir dann uns peilen. Ja, das meine ich. Das komische, die komische Nebelform. So absolut unnötig. Sag mal, du lässt mich hier heilen oder was? Hast du einen Lattenschuss oder was? Möglich hier. Los, komm, 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 komm. Aber ich hoffe, wir kriegen die Aufnahme noch beendet. Oh. Komm schon! Danach, wenn wir das geschafft haben, müssen wir uns beeilen. Oh Gott. Wo ist der? Ist er? Jawohl! Ja, follow! So. Dann stirb schneller. Nicht stirb langsam, stirb schneller. Gut, wir haben sie. Sehr schön. Ein grüner Abschluss. Nach einmal verkacken. So, Leute, und damit wollte ich sagen, ich wünsche euch damit einen wunderschönen Tag, Abend, wann ihr das Video auch immer schaut. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Jetzt mal nur Bosswash. Kann ja auch mal schön sein. Von wegen kann. Es ist schön. Und damit, ne, wenn ihr schissen. Haut da rein! Prime.